sprichst nicht. Du schaust mich nur vorwurfsvoll an. Was ist los? Kinder, er spricht nicht mehr mit mir. Was ist mit ihm los? Wieso hat er die Sprache verloren? Die Kinder beachten mich nicht mehr. Wie kommst du jetzt darauf, Trax? Wir haben keine Zuseher. Woher weißt du das, Trax? Ich kann YouTube-Statistiken lesen. Oh Gott. Aber Kinder, es stimmt. Es schauen immer weniger von euch bei der Trax-Show zu. Und das ist schade. Denn Trax... Das bin ich. Und ich, wir geben uns viel Mühe für euch. Und ihr solltet das schon anschauen, oder? Na klar. Trax, ich glaube, hier finden wir keinen sofortigen Ausweg, aber... Mit dem heutigen Sachunterrichtsfilm über Tiere sollten die Kinder eigentlich schon wieder ein bisschen Lust auf mehr bekommen, oder? Also dann, Film ab! Heute entführe ich euch einmal nicht zu Bauwerken, sondern in den Tiergarten Schönbrunn, der ja seit einigen Tagen wieder geöffnet hat. Wenn man vom Neptunbrunnen den Tierpark betritt, kommt man als erstes unweigerlich zu den Nashörnern. Nicht allzu weit weg sind dann die Pelikane, die wacheln hier ganz schön mit den Flügeln. Das hat jetzt nicht immer mit Luft zu fächern zu tun. In der freien Wildbahn schlagen Pelikane nämlich mit den Flügeln aufs Wasser, um ihre Nahrung aufzuscheuchen. Trotz ihrer Größe und des Gewichtes sind Pelikane flugfähig. Das sieht man hier. Präriehunde zählen zu den Erdhörnchen und sind als solches Nagetiere. Ihren Namen verdanken sie ihren Lauten, die sich von sich geben und die manchmal tatsächlich an ein Bellen erinnern. In der Südamerika-Anlage des Zoos Schönbrunn begegnen wir hier zunächst einmal Nandus. Das sind den Straußen verwandte Laufvögel, die eben in Südamerika leben. Weiters sehen wir hier die Vicuñas. Das sind den Lamas verwandte und als solches eigentlich Kamele. Hier liegen Capybaras, das sind Wasserschweine, und hier haben wir noch ein Tapir beim gemeinsamen Mahlen mit den Vicuñas. Pinguine sind zweifelsohne Vögel, auch wenn es hier manchmal ein bisschen anders aussieht, weil sie nicht fliegen können. Dafür können sie umso besser schwimmen und tauchen.
Wenn jetzt jemand glaubt, Eisbären würden gerne Pinguine fressen, dann ist das ein Irrtum. Denn die zwei können sich nie begegnen. Pinguine leben nämlich in der Südpolarregion und Eisbären in der Nordpolarregion. Hey, da konnte ich Mama jetzt glatt den Fisch klauen. Mist, sie hat ihn schon wieder. Der Eisbär ist übrigens das drittgrößte Landraubtier. Bemerkenswert ist, dass der Eisbär übrigens eine schwarze Haut hat und das dient der Wärmeregulierung. Bei diesen zwei Faulpelzen hätte auch ein Standfoto gereicht statt dem Video. Es sind natürlich die Löwen und der mit der Mähne ist der Pascha. In der Afrika-Anlage, für die einige Gehege in Schönbrunn jetzt zusammengelegt wurden, begegnen wir zunächst einmal Zebras. Die Streifenmuster dienen übrigens der Erkennung untereinander. Und hier kommt eine Elenantilope, ganz gemütlich ins Bild getrottet. Na, da geht's zu wie im Nationalrat. Aber wenn die Diskussion mal beendet ist, sehen wir hier, wie Flamingos mit ihrem Schnabel das Wasser seien, um ihre Nahrung herauszufiltern. In seiner Heimat China ist trotz mittlerweile Bemühungen der chinesischen Regierung, mit Zuchtprogrammen und so weiter zu helfen, der große Panda aufgrund der Zerstörung seines Lebensraumes schwer vom Aussterben bedroht. Und nicht umsonst ist er deswegen auch das Wappentier des World Wide Fund for Nature. Zur Familie der Lemuren, das sind Halbaffen, gehören die Katas in Schönbrunn und die haben gerade ein ganz putziges Jungtier. Und ebenfalls Nachwuchs gibt es bei den Gibbons und die sind schon ohne Nachwuchs sehr munter und sehr viel unterwegs, sind wahre Trapezkünstler und ich sag mal einfach nur viel Spaß beim Zusehen.
Hergeblieben, Kleiner. Mach mir hier keine Standeinlagen. Elefanten sind die größten Landsäugetiere unserer Erde, auch wenn das bei diesem Exemplar namens Tuluba hier noch nicht ganz so rauskommt. Auch wenn meine Ohren so aussehen, ich bin nicht Dumbo. Man sollte es kaum für möglich halten, aber Erdmännchen zählen zu den Raubtieren. Sie sind nämlich eine Art aus der Familie der Mangusten und die zählen zu den Raubkatzen. Mensch, Leute, was soll denn das faul herumliegen jetzt wieder bedeuten? Steht doch mal auf! Das war ein super Film! Drax, man soll sich nie zu viel selber loben. Aber weißt du, was jetzt kommt? Natürlich! Glaubst du, wissen es die Kinder auch? Es kommt nämlich, wie immer, Pippi Langstrumpf. Und dazu gute Unterhaltung. Viertes Kapitel: Pippi geht in die Schule. Tommy und Annika gingen natürlich in die Schule. Jeden Morgen um 8 Uhr trabten sie, die Schulbücher unterm Arm, Hand in Hand los. Während dieser Zeit war Pippi meistens damit beschäftigt, ihr Pferd zu striegeln oder Herrn Nilsson seinen kleinen Anzug anzuziehen. Oder sie machte ihre Morgengymnastik. Das ging so. Sie stellte sich kerzengerade auf den Fußboden und machte dann 43 Überschläge hintereinander. Danach setzte sie sich auf den Küchentisch und trank in aller Ruhe eine große Tasse Kaffee und aß ein Käsebrot. Tommy und Annika schauten immer sehnsüchtig zur Villa Kunterbunt, wenn sie morgens zur Schule gingen. Sie wären viel lieber hineingegangen und hätten mit Pippi gespielt. Wenn Pippi wenigstens mal in die Schule mitgekommen wäre, dann hätte es einigermaßen Spaß gemacht. Stell dir bloß vor, was für einen Spaß wir zusammen auf dem Weg nach Hause haben könnten, sagte Tommy. Ja, auch wenn wir zusammen hingingen, meinte Annika. Und je mehr sie daran dachten, desto langweiliger fanden sie es, dass Pippi nicht zur Schule ging. Und sie beschlossen, sie zu überreden, mit in die Schule zu kommen. Du ahnst nicht, was für eine nette Lehrerin wir haben,
sagte Tommy eines Nachmittags listig zu Pippi, als sie zu Besuch in die Villa Kunterbunt kamen, nachdem sie erst ordentlich ihre Schularbeiten gemacht hatten. »Wenn du wüsstest, wie lustig es in der Schule ist«, beteuerte Annika, »ich würde verrückt werden, wenn ich nicht hingehen dürfte.« Pippi saß auf einem Hocker und war dabei, ihre Füße in einer Schüssel zu waschen. Sie sagte nichts. Sie wackelte bloß ein bisschen mit den Zehen, dass das Wasser nur so spritzte. »Man braucht nicht so schrecklich lange da zu bleiben, nur bis 2 Uhr«, fuhr Tommy fort. »Ja, und dann bekommt man Weihnachtsferien und Osterferien und Sommerferien«, sagte Annika. Pippi biss sich nachdenklich in ihre große Zehe, saß aber weiter schweigend da. Plötzlich schüttete sie entschlossen das ganze Wasser auf den Fußboden, sodass Herrn Nilssons Hosen ganz nass wurden, denn er hatte da gesessen und mit seinem Spiegel gespielt. »Das ist ungerecht«, sagte Pippi streng, ohne sich um Herrn Nilssons Verzweiflung wegen der nassen Hosen zu kümmern. »Das ist absolut ungerecht. Ich lasse mir das nicht gefallen.« »Was denn?«, fragte Tommy. »In 4 Monaten ist Weihnachten und da kriegt ihr Weihnachtsferien. Aber ich, was krieg ich?« Pippis Stimme klang traurig. »Keine Weihnachtsferien, nicht das allerkleinste bisschen Weihnachtsferien«, sagte sie klagend. »Das muss anders werden. Morgen gehe ich in die Schule.« Tommy und Annika klatschten vor Begeisterung in die Hände. »Hurra, dann warten wir um 8 Uhr vor unserer Tür auf dich.« »Nee, nee«, sagte Pippi, »so früh kann ich nicht und übrigens reite ich zur Schule.« Und das tat sie. Pünktlich um 10 Uhr am nächsten Tag hob sie ihr Pferd von der Veranda und eine Weile später stürzten alle Leute in der kleinen Straße an die Fenster, um zu sehen, was für ein Pferd da durchgegangen war. Das heißt, sie glaubten, dass es durchgegangen war. Aber es war es nicht. Es war nur Pippi, die es etwas eilig hatte, in die Schule zu kommen. In rasendem Galopp sprengte sie auf den Schulhof, sprang mitten im Galopp vom Pferd, band es an einen Baum und riss die Tür zum Klassenzimmer mit einem Ruck auf, so dass Tommy und Annika und ihre netten Klassenkameraden in ihren Bänken aufsprangen. »Hallihallo«, gröhlte Pippi und schwenkte ihren großen Hut. »Komme ich gerade richtig zur Blutimikation?« Tommy und Annika hatten ihrer Lehrerin erzählt, dass ein neues Mädchen kommen würde, das Pippi Langstrumpf hieß. Und die Lehrerin hatte in der Stadt schon von Pippi reden hören. Und da sie eine sehr liebe und nette Lehrerin war, hatte sie beschlossen, alles zu tun, damit es Pippi in der Schule gefiel. Pippi warf sich auf eine leere Bank, ohne dass sie jemand dazu aufgefordert hatte. Aber die Lehrerin kümmerte sich nicht um ihre lässige Art, sie sagte nur ganz freundlich: »Willkommen in der Schule, kleine Pippi. Ich hoffe, dass es dir gefällt und dass du recht viel lernst.« »Ja, und ich hoffe, dass ich Weihnachtsferien krieg«, sagte Pippi. »Deshalb bin ich hergekommen. Gerechtigkeit für alle.« »Wenn du mir jetzt erstmal deinen vollständigen Namen sagen willst, dann schreibe ich dich in das Klassenbuch ein.« »Ich heiße Pippi Lotta Victualia Rollgardina Pfefferminz Ephraims Tochter Langstrumpf, Tochter von Kapitän Ephraim Langstrumpf, früher der Schrecken der Meere, jetzt Südseekönig. Pippi ist eigentlich nur mein Kosename, denn Papa meinte, Pippi Lotta wäre zu lang.« »Aha«, sagte die Lehrerin, »dann wollen wir dich also auch Pippi nennen. Aber was meinst du, wollen wir jetzt nicht mal sehen, was du weißt? Du bist ja ein großes Mädchen und kannst sicher schon eine ganze Menge. Wir wollen mit Rechnen anfangen. Na Pippi, kannst du mir sagen, wie viel 7 und 5 ist?« Pippi sah die Lehrerin erstaunt und ärgerlich an. Dann sagte sie: »Ja, wenn du das nicht selbst weißt, denk gar nicht, dass ich es dir sage.« Alle Kinder starrten Pippi entsetzt an. Und die Lehrerin erklärte ihr, dass man in der Schule solche Antworten nicht geben dürfe. Man dürfe die Lehrerin auch nicht mit »du« anreden, sondern man müsse »Fräulein« und »sie« sagen.
Ich bitte um Verzeihung, sagte Pippi reumütig. Das wusste ich nicht. Ich will es nicht wieder tun. Nein, das will ich hoffen, sagte die Lehrerin. Und jetzt will ich dir sagen, 7 und 5 ist 12. Sieh mal an, sagte Pippi. Du wusstest es ja. Warum fragst du dann? Ach, ich schaff, jetzt sag ich schon wieder du zu dir. Verzeihung, sagte sie und kniff sich selbst ordentlich ins Ohr. Die Lehrerin beschloss, darüber hinwegzugehen und setzte die Prüfung fort. Na, Pippi, wie viel glaubst du ist 8 und 4? So ungefähr 67, meinte Pippi. Aber nein, sagte die Lehrerin, 8 und 4 ist 12. Nee, meine Liebe, das geht zu weit, sagte Pippi. Eben erst hast du gesagt, 7 und 5 ist 12. Ordnung muss sein, selbst in einer Schule. Übrigens, wenn du so eine kindische Freude an solchen Dummheiten hast, warum setzt du dich nicht allein in eine Ecke und rechnest und lässt uns ins Ruhe, damit wir Fangen spielen können? Aber nein, jetzt sag ich ja wieder du, schrie sie entsetzt. Kannst du mir noch dieses letzte Mal verzeihen? Dann will ich versuchen, in Zukunft besser dran zu denken. Die Lehrerin sagte, sie wolle das tun. Aber sie glaubte nicht, dass es Zweck hätte, Pippi mehr Rechnen beizubringen. Sie fragte stattdessen die anderen Kinder. Kannst du mir die Frage beantworten, Tommy? Wenn Lisa 7 Äpfel hat und Anton hat 9, wie viele Äpfel haben sie zusammen? Ja, sag es, Tommy, fiel Pippi ein. Und dann kannst du mir gleich auch noch sagen, warum Lisa Bauchschmerzen kriegt und Anton noch mehr Bauchschmerzen und wessen Schuld das ist und wo sie die Äpfel geklaut haben. Die Lehrerin versuchte auszusehen, als ob sie nichts gehört hätte und wandte sich an Annika. Jetzt bekommst du eine Aufgabe, Annika. Gustav hat mit seinen Freunden einen Schulausflug gemacht. Er hatte 1 Krone, als er abfuhr, und 7 Öre, als er zurückkam. Wie viel hat er ausgegeben? Ja, klar, sagte Pippi. Und dann möchte ich wissen, warum er so verschwenderisch war und ob er Limonade gekauft hat und ob er sich die Ohren richtig gewaschen hat, bevor er von zu Hause wegging. Die Lehrerin beschloss, das Rechnen ganz aufzugeben. Sie meinte, dass es Pippi vielleicht mehr Spaß machen würde, lesen zu lernen. Sie holte ein kleines, hübsches Bild hervor, auf dem ein Igel zu sehen war. Vor der Nase des Igels stand der Buchstabe I. Jetzt, Pippi, zeige ich dir was Schönes, sagte sie schnell. Hier siehst du einen Igel und dieser Buchstabe vor dem Igel heißt I. Ach, das glaube ich im Leben nicht, sagte Pippi. Ich finde, das sieht aus wie ein gerader Strich mit einem kleinen Fliegendreck drauf. Aber ich möchte wirklich gern wissen, was der Igel mit dem Fliegendreck zu tun hat. Die Lehrerin nahm das nächste Bild, auf dem eine Schlange war, und sagte zu Pippi, dass der erste Buchstabe S heiße. Da wir gerade von Schlangen reden, sagte Pippi, ich werde niemals vergessen, wie ich mit der Riesenschlange in Indien gekämpft habe. Das war so eine grässliche Schlange, das könnt ihr euch nicht vorstellen. 14 Meter lang war sie und wütend wie eine Biene. Und jeden Tag fraß sie 5 Inder und 2 kleine Kinder zum Nachtisch. Und einmal wollte sie mich zum Nachtisch haben. Und sie wand sich um mich herum. Kratsch! Aber man ist schließlich Seefahrer gewesen, sagte ich und gab ihr eins auf den Kopf. Bumm! Und da zischte sie. Ui, 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 tsch! Und da schlug ich nochmal zu. Bumm! Und hapu! Und dann starb sie. Ja, ach so, das ist also der Buchstabe S. Höchst merkwürdig. Pippi musste etwas Atem holen. Und die Lehrerin, die allmählich fand, dass Pippi ein unruhiges und anstrengendes Kind war, schlug vor, die Klasse sollte jetzt etwas zeichnen. Sicher würde Pippi dann still und ruhig sitzen, dachte die Lehrerin. Und sie holte Papier und Bleistifte und verteilte sie an die Kinder. Ihr könnt zeichnen, was ihr wollt, sagte sie, setzte sich ans Pult und begann, Hefte durchzusehen. Nach einer Weile blickte sie auf, um zu sehen, wie es mit den Zeichnungen ginge. Da saßen alle Kinder und schauten Pippi zu,
die auf dem Fußboden lag und nach Herzenslust zeichnete. »Ja, aber Pippi«, sagte die Lehrerin ungeduldig, »warum nimmst du nicht das Papier?« »Das ist schon längst voll, aber auf dem lumpigen Stückchen Papier hat mein ganzes Pferd keinen Platz. Ich bin gerade bei den Vorderbeinen, aber wenn ich zum Schwanz komme, muss ich wohl auf den Gang rausgehen.« Die Lehrerin dachte eine Weile angestrengt nach. »Was meint ihr? Wollen wir jetzt mal ein kleines Lied singen?« Alle Kinder standen auf, alle außer Pippi, die immer noch auf dem Fußboden lag. »Singt ruhig, ich erhole mich inzwischen ein bisschen«, sagte sie. »Zu viel Gelehrsamkeit kann selbst den Gesündesten kaputt machen.« Aber jetzt war die Lehrerin mit ihrer Geduld am Ende. Sie bat die Kinder, auf den Schulhof hinauszugehen, denn sie wollte mit Pippi sprechen. Als die Lehrerin und Pippi allein waren, stand Pippi schnell auf und ging nach vorn zum Pult. »Weißt du was?«, sagte sie. »Ich meine, weißt du was, Fräulein? Es war furchtbar lustig, dass ich hier war. Und jetzt weiß ich, wie es bei euch ist. Aber ich glaube nicht, dass ich mir viel draus mache, weiter in die Schule zu gehen. Meinetwegen soll es mit den Weihnachtsferien sein, wie es will. Hier gibt's mir zu viele Äpfel und Igel und Schlangen und all sowas. Da wird mir ja ganz schwindlig. Ich hoffe, Fräulein, dass du deswegen nicht traurig bist.« Aber da antwortete die Lehrerin, dass sie sehr traurig wäre, vor allen Dingen deswegen, weil Pippi nicht versuchen wolle, sich ordentlich zu benehmen und dass kein Mädchen, das sich wie Pippi aufführte, in die Schule gehen dürfe, wenn sie auch noch so gern möchte. »Habe ich mich schlecht benommen?«, fragte Pippi ganz erstaunt. »Ja, aber das wusste ich nicht«, sagte sie und sah ganz betrübt aus. Keiner konnte so betrübt aussehen wie Pippi, wenn sie traurig war. Sie stand eine Weile stumm da, dann sagte sie mit zitternder Stimme: »Du musst verstehen, Fräulein, wenn man eine Mama hat, die ein Engel ist, und einen Papa, der Südseekönig ist, und wenn man selbst ein ganzes Leben lang auf dem Meer gesegelt ist, weiß man nicht, wie man sich in der Schule zwischen all den Äpfeln und Igeln benehmen soll.« Da sagte die Lehrerin, dass sie das verstehe und dass sie nicht mehr böse auf Pippi wäre und dass Pippi vielleicht wieder in die Schule kommen könne, wenn sie etwas älter wäre. Und da antwortete Pippi freudestrahlend: »Ich finde, du bist furchtbar nett, Fräulein, und hier gebe ich dir was.« Und sie zog eine kleine goldene Uhr aus der Tasche, die sie aufs Pult legte. Die Lehrerin sagte, sie könne so was Kostbares nicht annehmen. Aber da sagte Pippi: »Du musst, sonst komme ich morgen wieder und das würde ein schönes Spektakel werden.« Dann stürmte sie auf den Schulhof hinaus und sprang mit einem Satz aufs Pferd. Alle Kinder drängten sich um sie, um das Pferd zu streicheln und Pippis Abgang zu sehen. »Da lobe ich mir die Schulen in Argentinien«, sagte Pippi und sah auf die Kinder hinunter. »Dort solltet ihr hingehen. Da fangen die Osterferien 3 Tage nach den Weihnachtsferien an. Und wenn die Osterferien zu Ende sind, dauert es 3 Tage, dann fangen die Sommerferien an. Die Sommerferien hören am 1. November auf und dann muss man sich natürlich ordentlich abrackern, bis am 11. November die Weihnachtsferien anfangen. Aber das muss man aushalten. Jedenfalls hat man keine Schularbeiten. In Argentinien ist es streng verboten, Schularbeiten zu machen. Manchmal kommt es vor, dass sich ein argentinisches Kind in einen Schrank schleicht und Schularbeiten macht. Aber wehe, wenn seine Mama das sieht. Rechnen haben sie dort überhaupt nicht in den Schulen. Und wenn es ein Kind gibt, das weiß, wie viel 7 und 5 ist, muss es den ganzen Tag in der Ecke stehen, wenn es so blöd ist, das der Lehrerin zu erzählen. Lesen haben sie nur freitags, aber nur dann, wenn es Bücher gibt, in denen sie lesen können. Aber es gibt niemals welche.« Die Kinder sahen verdutzt aus. »Ja, aber was machen sie denn in der Schule?«,
fragte ein kleiner Junge. »Sie essen Bonbons«, sagte Pippi bestimmt. »Von einer Bonbonfabrik, die in der Nähe ist, führt ein langes Rohr direkt ins Schulzimmer. Und da kommen den ganzen Tag Bonbons raus und die Kinder haben genug damit zu tun, sie aufzuessen.« »Ja, aber was macht dann die Lehrerin?« fragte ein Mädchen. »Sie macht das Papier von den Bonbons für die Kinder ab, du Dummchen«, sagte Pippi. »Du glaubst doch nicht etwa, dass sie das selbst machen?« »Bestimmt nicht. Die gehen nicht mal selbst in die Schule. Die schicken ihren Bruder.« Pippi schwenkte ihren großen Hut. »Tschüss, Kinder«, rief sie vergnügt. »Jetzt kriegt ihr mich eine Weile nicht zu sehen. Aber vergesst nicht, wie viele Äpfel Anton hatte. Sonst werdet ihr unglücklich.« Mit schallendem Gelächter ritt Pippi durch die Türe, dass die Steinchen um die Pferdehufe flogen und die Fensterscheiben der Schule klirrten. »Cool, in die Schule gehe ich auch.« »Aber Trax, wir haben doch hier unsere Schule mit unseren Kindern, die übrigens hoffentlich viel Spaß gehabt haben bei dieser Geschichte, wo Pippi in die Schule geht.« »Das glaube ich schon.« Trax, da hast du sicher recht. Und jetzt ist eigentlich unsere Trax-Show für heute schon wieder aus und vorbei.